Was geht ab, meine Rosie Fighter Hose hier, und heute werden wir in Dragon Ball Legends Summon im neuesten Step-Up-Banner für den Super Saiyan 2 Gohan Vater Sohn Kamehameha Gohan, wirklich eine sehr schöne Karte und die zwei anderen Boys Perfect Cell und Lord Slug. Bevor wir uns das Ganze ansehen, Freunde, gucken wir uns erstmal die Informationen zu der neuesten Kampagne an. Es wird nämlich eine Dankeschön-Kampagne gefeiert für 20 Millionen User und da läuft wirklich gute Sachen. Ich würde sagen, loggt euch auf jeden Fall jeden Tag ein und nimmt quasi alles mit, weil es gibt wirklich guten Free-Stuff, unter anderem jeden Tag zum Login-Tickets bis zu 1000 Crystals sollte das durch den Login-Boni sein. Jedenfalls gibt es zum einen hier ein Son Goku Everyday-Ticket-Banner. Wir bekommen jeden Tag so ein Son Goku-Ticket und mit diesem Ticket könnt ihr in dem Son Goku-Banner summon, aber auch entweder die Tickets nutzen für das Masterpack 1-Banner oder Masterpack 2-Banner. Diese gewähren dann 30% Chance auf den Sparking, aber das Son Goku-Banner gefällt mir da an der Stelle mehr. Gucken wir uns gleich an. Die ganzen Tickets werde ich mir aufbewahren und dann machen wir dann ein schönes Ticket-Sum-Video draus, würde ich mal sagen, auf jeden Fall. Login-Boni gibt es bis zu 900 maximal. 900 Zeitkristalle waren das, nicht 1000, aber bis zu 20 Son Goku Everyday Tickets, Freunde, und viel mehr. Freipässe, Energie-Coupons, loggt euch am besten ein, wie gesagt, und holt alles mit. Darüber reden wir gleich, über den Gohan, der ist nämlich hinter Tickets auch, sag ich mal, mit ihm kann man nur mit Tickets sammeln. Die Cell-Spiele würde ich jedem empfehlen, daran teilzunehmen, Freunde. Das ist ein Event auch in den Cell-Spielen quasi. Da müsst ihr dann immer gegen andere Gegner kämpfen. Es wird immer eine Stage hinzugefügt. Es gibt maximal 50 Stages. Aktuell könnt ihr bis Stage oder Kampf 30 spielen. Ab 20.03. wird 31 bis 40 hinzugefügt. Am 27.03. 41 bis 50. Und ihr könnt dann, wenn ihr quasi Kampf 50 schafft, bekommt ihr aus den Missionen 1000 Crystals. Und bis dahin bekommt ihr sehr viele Tickets, Freunde. Das alles, was hier gelistet ist. Also würde ich auf jeden Fall sagen, nehmt alles mit. Und eine sehr schöne Ausrüstung für Beerus mit einer neuen Seltenheit. Und genau, macht auf jeden Fall mit. Das, was für eine Seltenheit war denn das jetzt quasi? Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Seltenheit das war, aber es ist quasi eine neue Seltenheit. Lasst uns ganz kurz reingucken, Freunde. Und dann, wenn ihr schon gesammelt habt, könnt ihr mich gerne wissen lassen, was ihr gezogen habt. Ich wünsche euch wirklich sehr, sehr viel Glück. Diejenigen, die noch nicht gesammelt haben, wünsche ich natürlich auch sehr viel Glück. Und einzigartig. Okay, einzigartig ist das. Also, keine Ahnung. Ich habe mich, glaube ich, ein bisschen verplappert. Jedenfalls, falls ihr gesammelt habt, das wollte ich sagen, könnt ihr mich gerne wissen lassen, was ihr gezogen habt. Und diejenigen, die sammeln werden, denen wünsche ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Das wollte ich sagen, Freunde. Bitte. Wir nehmen gleich, ich merke schon, ich wollte gerade loslegen, aber ich hatte nicht mal die Crystals. Cut, 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 cut. Ey, Regie, ich habe gesagt, ich brauche Crystals. Ich musste doch irgendwie sammeln. Ich habe gesagt, ballert die Crystals drauf. Was ist da los? Was hat da so lange gedauert? Was? Was? Ihr hattet Probleme? Hey, let's look mir alle rein. Rein damit. So, Freunde, entschuldigt, es gab kurz interne Schwierigkeiten, sage ich mal. Jedenfalls werden wir jetzt sammeln. Da sind die Crystals jetzt am Start. Und zwar haben wir einen Step-Up-Banner hier, Freunde. Wir werden gleich die ganzen Schritte durchgehen. Worauf ich kurz hinausgehen wollte oder was ich euch zeigen wollte, ist das mit dem Son Goku-Banner. Jeden Tag bekommt ihr die Tickets und hier könnt ihr für Charaktere sammeln. Es gibt sogar bei gewissen Steps Sparken garantiert Charaktere. Hier sind nur Kakarot-Charaktere, also Son Goku-Charaktere, aber es sind gute Son Goku. Sie haben Gott gut drin, Super Saiyan 3, Kalk Goku und so und so fort. Also, ich würde eigentlich eher empfehlen, summoned mit den Tickets hier. Natürlich, wenn ihr wollt, könnt ihr die Tickets auch benutzen, um quasi 30% Rates hier bei diesen Sparking, bei den Masterpack 2 und Masterpack 1 Banner zu summon, sage ich mal, oder zu verbrauchen. Aber das sind diese Son Goku-Tickets. Also, ich werde die ganzen Son Goku-Tickets über die Tage sparen bzw. ansammeln. Wir bekommen ja bis zu 20 aus, ich glaube gegen 7, dann kann man sich auch welche holen. Jedenfalls, das wird dann quasi separat in dem Video gemacht. Wir gehen mal rüber hier zu diesem Banner, Freunde. Hier sind alle Charaktere drin, außer der Gott Vegeta und Evil Buu Extreme. Außer davon sind alle Charaktere drin. Die zwei neuen Perfect Cell und Lord Slug haben natürlich eine 1%ige Rate, alle anderen 0,05%. Und bei den gewissen Steps, das sehen wir jetzt quasi, bekommt man dann zum Beispiel ab Step 4 und Step 7 eben ein Sparken garantierten Tickets und diesen Sparken garantierten Ticket, da werden wir auch reingehen im Endeffekt. Dort bekommt man dann quasi nur, hier bekommt man Gohan. Hier hatte dann eine 20%ige Rate, dass er droppt. Beerus 10%, Perfect Cell und Lord Slug ebenso 20%, alle anderen 0,5%. Würde sagen, wir legen einfach mal los mit dem ersten Step. Erster Step hier an der Stelle kostet 100 Crystals und wir können hier drei Charaktere beschwören. Das, wie sie es mit Son Gohan gemacht haben, das ist ein schwieriges Thema. Man kann es so oder so sehen, ist auf jeden Fall alles berechtigt. Also, ich meine, man kann es auch so sehen, man kann aus 10 Summons, sag ich mal, wäre jetzt Son Gohan in dem normalen Banner, dann kann man aus 10 Summons keinen Spartan-Charakter ziehen. Aber wenn ihr quasi bis Step 1 kommt, dann weiß ich, wie viele Crystals das sind, sagen wir mal 1000, 2000, das werden wir gleich merken. Und dann habt ihr ein Sparking-Ticket mit einer 20% Chance für den Gohan. Dann kann man das so oder so sehen, ob das besser ist oder man kann auch sagen, hey, weißt du was, ich kann auch im ersten Multi-Gohan ziehen oder im ersten Single und so und so fort. Deswegen ist es ein sehr schwieriges Thema, Freunde. Ich kann beide Seiten verstehen, die das mit dem Ticket, sage ich mal, bevorzugen oder auch eher nicht. Ihr könnt mich aber gerne wissen lassen, was ihr davon haltet.
Und ja, es ist, ich kann es auf jeden Fall verstehen, wenn man da ein bisschen abgeschreckt ist oder das nicht gut findet, dass dieser Gohan nur hinter den Tickets ist, also dass man ihn nur mit den Tickets holen kann. Jedenfalls, oh, 5 Pots, wie viele Charaktere beschwören wir? Ich glaube, keine 10. Die ganzen Steps stehen by the way immer dran. Wie gesagt, ich wünsche euch sehr, sehr viel Glück, Bardock! Und Bardock-Animation heißt, wir bekommen einen der neuen Charaktere, also Cell oder Lord Slug. So, quasi diese Annahme haben wir gemacht. Natürlich können aber auch Cell oder Lord Slug oder eines der neuen Charaktere aus jeder anderen Animation folgen. My boy Perfect Cell. Der sieht, by the way, auch wirklich sehr cool aus, sein Artwork. Okay, Cell haben wir schon mal, zack, eingepackt. Zu den Charakteren, also Perfect Cell und Lord Slug ist ein wirklich sehr, sehr guter Charakter für ein Regen-Team. Gohan? Hadef? Bojack? Okay, also Gohan war eh nicht drin, ich wollte gerade über Gohan reden, aber das war ein schöner Multi auf jeden Fall. Gohan ist auf jeden Fall auch ein sehr guter Charakter. Den Damage, den wir über Zeit machen und sein sofort, Freunde. Aber der kommt ja quasi mit einem Legendary Finish, das ist der erste. Gucken wir mal kurz Perfect Cell an. Dass der erste, der so einen Legendary Finish hat. Was ist das? Quasi, wenn er mit seiner Ulti, das ist die Super Attack aus der Main Ability dann. Boah, sieht das geil aus. Wenn ihr damit den letzten Gegner im Kampf besiegt, dann. Boah, krass. Dann macht er quasi eine spezielle Animation. Das ist dieser. Ja, aus Dokkan kennt ihr das, wo er quasi auf den Gegner zuläuft. Das ist das, was er hat quasi im Legendary Finish, wenn ihr den allerletzten Gegner besiegt. Mit quasi der Super Attack mit der Vater-Sohn-Kamera. Aus seiner Main Ability, dann macht er diesen Legendary Finish, also die Animation dazu. Okay, wir hatten bis jetzt auf jeden Fall viel Glück. Zeiss-Parken-Charakter hatten wir am Start. Jetzt sind wir im dritten Step. Und die ganzen Tickets machen wir am Ende, oder? Sollen wir am Ende machen? Lasst uns am Ende Groupster machen. Am Ende werden wir 2 Tickets haben. Oder sollen wir mit zwischendurch raushauen? Weißt du was, wir hauen die Tickets sofort raus. Dann haben wir in der Mitte einen schönen Groupsummen. Ihr könnt quasi, ihr wisst, das Ganze läuft, in dem Spiel eurer Wahl dann gleich mitmachen in dem Groupsummen, wenn ihr irgendwo summen könnt. Dann macht auf jeden Fall mit. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Glück, wenn ihr was Geiles gezogen habt. Wenn ihr an sich was gezogen habt, könnt ihr mich das gerne wissen lassen in den Kommentaren oder auf den Social Media Kanälen. Alle Links in der Beschreibung: Twitter, Discord, Instagram. Und sieht das Ganze jetzt hier aus? Okay. Ach, geil, jetzt hatten wir schon sogar 3 Charaktere. 3 sage ich. Für 7 und Crystals waren das, glaube ich, 10 Charaktere. Alles klar. Unser Ticket. Guck mal, hier die Step-Übersicht seht ihr dann hier. Hier. Verbrauche ich jetzt quasi Step 4 sind wir 1000 Crystals, aber wir bekommen dann diesen einen garantierten Ticket. Alright, okay, jetzt bin ich mal drauf gespannt. Lass uns unser Multisum jetzt erstmal raushauen. An sich, ich werde einen Durchlauf in dem Video mitnehmen. Dann werde ich wahrscheinlich nicht weiter in das Banner reingehen. Warum? Die Charaktere sind gut, aber ja, ein Regen-Team spiele ich nicht. Hybrid-Szene möchte ich dann auch nicht, also wegen Gohan. Deswegen gucken wir einfach, was hier abgeht. Wir hatten hier 5 Pots an der Stelle. Und zwar. By the way, wenn ihr die. Oh, nice, nice, nice. Wenn ihr den Virus habt, den grünen Virus, dann holt auf jeden Fall seine Ausrüstung, weil die Ausrüstung ist wirklich sehr, sehr gut für ihn. Und. Aber ihr habt es gesehen, vielleicht, als ich die Ausrüstung gezeigt hatte. Ah, ich dachte, wie geht oder so, komm. Ich hatte auf allen 3 Slots quasi ein Golden Crystal, oder es war Golden, aber ich kam nur auf S. War aber bei vielen der Fall. Ich weiß gar nicht, ob diese einzigartige Rüstung auf Z gehen kann, auf Rang Z. Hey, die hatte ich gar nicht! Oh, süß, wie das aussieht. Geil, nettes Auto da auf jeden Fall. Mit Trunks, unserem Boy. Und ja, Freunde. Mit dem Finger, Chaozu, mit dem Finger hier am Start. Jaco ebenso. Und jetzt, okay. Also, macht euch bereit für den Groupsum. Wir haben jetzt ein Ticket bekommen. Wir gehen mal sofort rüber. Wir haben eine 20%ige Chance auf Gohan, Slug oder Cell, 10% auf Beerus, alle anderen waren es 0,5 glaube ich. Jedenfalls, ich wünsche wirklich sehr, sehr viel Glück oder jedem das, was er sich aus diesem Ticket will. Wenn ihr Gohan wollt, dann wünsche ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Ich hoffe, ihr könnt Gohan ziehen mit dem Ticket. Wir gucken mal, was wir jetzt hier ziehen an der Stelle. Und Group Sometime, wie gesagt, wenn ihr mitmachen könnt, macht gleich mit. Ich werde gleich runterziehen, wie ihr wisst, das Ganze läuft. Und ihr könnt mich dann gerne wissen lassen, was ihr gezogen habt. Halt, stopp! Oh, der sagt, mach mal langsam. Mach mal langsam jetzt. Der sagt jetzt, mach mal langsam. Ah, oh, ich kann die Animation nicht skippen. 3-1, let's go! 3-1, let's go! Ihr habt einfach schon mitgemacht, weil ich kann die nicht quasi stoppen. Der macht das nämlich direkt und wir bekommen. Was? Also aus dem Ticket wünsche ich keinen aus diesen Raids. Was? Der hatte 0, irgendwas Raids. Gib mir wenigstens einen der neuen. Also wirklich, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht will ja jemand aus den Tickets irgendeine Charaktere, die 0,5% Rate haben. Aber bitte nein, gib mir einen der neuen. Einfach total random. 3 Charaktere hatten 20%.
Einer 10% und ich bekomme einen mit 0,5% an irgendein Trunks. Ja, wie geht das sein dummen, sein Buff Sohn herbeigeschworen, oder was? Achso, wir haben Cell gezogen, Super Vegeta kam jetzt gerade und dann Buff Trunks. Weil die ja gegen Cell gekämpft haben, verstehe die Logik dahinter. Aber das wünsche ich auf jeden Fall keinem, also wirklich. By the way, Freunde, ich habe auch in Legends quasi Gameplay-Videos angefangen. Road to Rank 50 habe ich jetzt einfach mal genannt, weil ich habe die letzte Zeit Seasons nicht gerankt, wurde auf Rank 1 gestuft und jetzt will ich mich quasi hoch boxen. Rank 50 habe ich nie erreicht, ich war immer so Rank 35 oder so. Aber wenn ihr so Gameplay sehen wollt, dann könnt ihr das gerne abchecken, Freunde. Und das wird dann auf jeden Fall euer Feedback geben. Könnt mich gerne wissen lassen, wenn euch das Video auch hier, das Thumbnail im Endeffekt gefällt, könnt ihr ganz gerne auf jeden Fall ein Like geben. Und falls ihr neu seid, Freunde, auch gerne ein Abo. Damit, ja, damit, GG. Ich wollte sagen, damit die, nee, au, den hatte ich auch nicht. Korrekt, immerhin ziehen wir neue Charaktere. Denn, ich wollte eigentlich sagen, lol. Ich wollte eigentlich sagen, denn jede Unterstützung zählt und über jede bin ich auf jeden Fall dankbar. Noch ein neuer Charakter, alright. Den Tension habe ich nicht abgecheckt, um ehrlich zu sein. Denn Vegeta auch nicht, was er drauf hat. 150 Charaktere gesammelt, GG. Nicht schlecht, nicht schlecht. Vegeta, Gratisbeschwörung. Okay, jetzt lassen wir mal ran hier. Jetzt gucken wir mal ran. Jetzt gucken wir mal, was jetzt abgeht. Drei Pots. Ach, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, ich wollte es gerade sagen, oder auch nicht irgendwie, habe ich das im Endeffekt nicht gesagt. Ah, hätten wir eine Bardock-Animation, wäre es geil. Super Saiyan gehen wir. Oh, okay, einen Spartan-Charakter haben wir, einen Spartan-Charakter haben wir. Welcher wird es sein? Darauf bin ich auf jeden Fall gespannt. Freunde, letzten Ticket haben wir noch, den allerletzten Ticket. Darauf bin ich eher gespannt, was da kommt. So, wisst ihr, was ich meine? Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Wird vielleicht nur der eine, aber wenn es ein guter ist, nur her damit. Ah, wenn man weiß, dass man einen Spartan-Charakter kriegt und darauf die ganze Zeit wartet, aber er nicht kommt, ist es der allerletzte, oder wie? Chi-Chi, do you love... Aref. ja, hatte ich nicht. Die Dame nehme ich auf jeden Fall an. Aber ihr merkt es, die 0,05% Rates kommen. Also, es wäre quasi, wenn ich so reden dürfte darüber, nicht Featured-Charakter, den wir gezogen haben. Aber nicht schlimm. Neue Charakter, Chi-Chi, nehme ich auf jeden Fall an. Aber Female Warrior... Ich habe viele Female Warrior-Charaktere, aber ich habe das Team nie gespielt, um ehrlich zu sein. Ist aber ein solides Team auf jeden Fall. Und Chi-Chi haben wir auch. Okay, nur her damit. Wir sind schon im letzten Step. Letzter Step. 1000 Crystals. Oh mein Gott, ist gezogen. Okay. Okay, okay, okay. Die ganzen Steps gingen... Die gingen, aber wir haben immer ein Cell gezogen. Immer ein Cell, zwei weitere andere Charaktere. Jetzt ist halt die Frage, guck mal, das ist jetzt schon so, das ist halt wirklich so wie russische Roulette. Entweder der kommt oder kommt nicht, das ist ein übelstes Glücksspiel. One last ticket, Freunde. Nicht one last ticket. Wenn ihr quasi mir helfen wollt, aushelfen wollt, Freunde, Hashtag 1 Single Summon in die Kommentare nur damit, damit wir hier vielleicht Gohan beschwören können. Wenn nicht, hoffentlich einen der neuen Charaktere. Über Beerus? Beerus will ich auch nicht nein sagen. Nachdem er quasi sein Equipment bekommen hat. Wirklich sehr solide. Kann man auf jeden Fall involvieren. Vielleicht in einem Godkey-Team. Warum nicht? Wir hatten mal den Ballflach. Das Ganze muss ihn laden. Er soll ruhig laden. Ah, Verbindungsfehler. Ah, ich weiß warum. Ich weiß warum. Das ist wegen Gohan. Jetzt wartet mal ab, Freunde. Ja, ja, ja. Nicht genug. Nein! Ja. GG. Welche ist es? Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Wir haben im Prinzip Gohan gezogen. Richtig, ohne Witz, geil. Aber es war wie bei Broly. Das Dreck-Game ist damals abgestürzt und ich konnte das nicht sehen. Ich meine, ich beschwere mich nicht, dass ich ihn gezogen habe. Beschwere ich mich nicht auf jeden Fall. Ich hatte das Glück, ihn auf jeden Fall zu ziehen. Richtig geil. Aber ich beschwere mich, weil ich die Animation sehen wollte. Weil das Feeling, das jetzt nicht mehr... Wisst ihr, was ich meine? Dafür sind wir da, so fürs Video. Fürs Video, sage ich mal. Jetzt ist schade, aber nicht schlimm. Wo ist der Duckley, der dumme Penner, ganz ehrlich? Der soll nur abwarten, was ich mit dem noch anstelle. Ich lasse ihn auf Level 1 verrotten. Nein, Spaß. Aber, Freunde, wir hatten halt das Glück, ihn aus dem Ticket zu ziehen. Seine Animation ist auch wirklich sehr, sehr geil. Schaut euch das Ganze mal an gleich, was hier gleich abgeht auf dem Bildschirm. Wenn ich wüsste, ich bleibe einfach drauf gedrückt, wenn ich wüsste, was ich machen müsste. Ah, jetzt guck mal, boom, da komme ich ran und jetzt eskaliert alles, Freunde. Ich hoffe, das Ganze hat euch dennoch im Endeffekt gefallen. Wenn ja, dürft ihr dem Ganzen auf jeden Fall gerne ein Like geben. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Glück, wenn ihr Summon werdet die Tage. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.